Also wenn ich morgens reinkomme, dann geht mein Blick natürlich zuerst mal in unseren Kuchentresen. Wie sieht's da aus? Was brauchen wir heute frisch? Und dann bin ich also morgens erstmal in meiner Küche zugange. Bei uns wird noch alles selbst gebacken hier. Und gerade morgens, bevor die ersten Gäste kommen, bin ich dann schon mit dem Backen beschäftigt. Heute haben wir ganz frisch einen wunderbaren Mandelkuchen. Gerade auch für unsere Gäste, die auf glutenfreie Kuchen angewiesen sind, ist das eine feine Sache. Servieren wir mit Sahne und zurzeit Blaubeermarmelade, also typisch schwedisch. Der Hund von Kommissar Wallander, der heißt Jussi. Und Kommissar Wallander bzw. Henning Mankell gilt ja in Deutschland vielen noch als den Begründer dieses Genres Schwedenkrimi. Haben wir mit dem Namen eine schöne Geschichte, die halt auch was mit dem Laden zu tun hat. Für sich genommen ist Jussi ein finnischer Vorname, nämlich die Form von Johann. Und ich werde auch gerne als Frau Jussi bezeichnet, weil für uns klingt es natürlich eher ein bisschen weiblich als männlich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Da kann ich mit leben. Das ist für Hamburg wirklich noch eine einzigartige Konzeption. Buchhandlung und Café. Und das bedeutet nicht, wir haben eine große Buchhandlung und in einer Ecke das Café, sondern die beiden Dinge gehen wirklich Hand in Hand. Man soll auch beide Dinge miteinander kombinieren. Das heißt, eine schöne Tasse Kaffee trinken, Kuchen essen, sich einfach mal Zeit nehmen, auch in das ein oder andere Buch reinzulesen, zu gucken, ob die Sprache einem liegt und sich dann erst entscheiden, welches man gerne mit nach Hause nehmen möchte. Ich sage immer, ist die helle Seite Skandinaviens. Da haben wir natürlich alles versammelt, was aus den nordischen Ländern stammt und den meisten von uns ja auch aus der eigenen Kindheit ein Begriff ist. Also über die Klassiker von Astrid Lindgren, die Mumins haben wir natürlich hier aus Finnland. Dann gibt es sowas wie Pätsi-Bär, den ich auch wiederentdeckt habe. Wusste gar nicht, dass er Däne ist. Wir haben natürlich auch von den Krimi-Autoren die Kinderbücher, nämlich von Jo Nesbø zum Beispiel, Dr. Procter. Henning Mankell hat wunderschöne Kinderbücher geschrieben. Kinderbuch habe ich natürlich eine tolle Empfehlung mitgebracht. Und zwar ist das der Ulf Nilsson mit seinem wunderbaren Kommissar Gordon. Der zweite ist jetzt gerade erschienen. Ganz, ganz liebevoll illustriert. Also für Erstleser geeignet auf jeden Fall. Aber auch die Eltern haben einen Riesenspaß dabei. Einmal im Monat kommen hier Leser zusammen. Wir machen einen großen Tisch, da kommt alles Mitgebrachte drauf und jeder darf dann mitnehmen, was er gerne möchte. Es geht also darum, Büchern ein zweites Zuhause zu geben. Und in dem Zusammenhang bin ich persönlich immer auf der Suche nach originalsprachlichen Büchern aus den nordischen Ländern. Wir haben leider über den Großhandel kaum Möglichkeiten, diese hier nach Deutschland zu bekommen. Und somit nutze ich alle meine Kontakte über Kunden, dass sie mir doch gerne ausgelesene Bücher einfach vorbeibringen, die sie selber nicht mehr benötigen. Hier haben wir zum Beispiel im Moment aus Norwegen den Lars Kepler, ist ja in Deutschland auch schon sehr bekannt. Wir haben ein bisschen was Finnisches da zurzeit und das wiederum verschenke ich gerne an Kunden, die nachfragen, ob sie hier was Originalsprachliches bekommen. So können wir zumindest eine kleine Brücke schlagen und den einen oder anderen doch glücklich machen mit einem Buch in der Originalsprache.